Okay. Nächstes Thema. Wir machen heute ein anderes Thema noch, was wir unbedingt üben müssen. Ich habe das hier nochmal ausgedrückt mit Ausdrücken zu arbeiten. Schön. Wie man Ausdrücke entschlüsselt, entschlüsselt eigentlich natürlich in Anführungszeichen. Sie haben in der letzten Vorlesungseinheit gesehen, dass wir Anweisungen haben und Ausdrücke. Die Anweisungen sind relativ einfach zu verstehen. Das ist nicht so sonderlich kompliziert, wie eine Vorschleife arbeitet. Sie brauchen vielleicht jetzt noch ein bisschen Gewöhnung und Erfahrung daran. Aber vom Prinzip ist das nicht sehr schwer zu verstehen, dass es da einen Kopf gibt, der bestimmt, wie der Rumpf einer Vorschleife, wie oft er abgelaufen wird. Und wie das Schema ist, dort erst die Initialisierung, dann gibt es eine Bedingung, die wir überprüfen, dann laufen wir den Rumpf durch. Dann wird das Update ausgeführt, also die Anweisung, wenn man so möchte, ganz rechts im Vorkopf. Die wird am Ende eines Rumpfes gedanklich ausgeführt und dann gehen wir wieder zu dieser Bedingungsprüfung. Das ist nicht wirklich schwer zu verstehen. Nehmen wir auch eine If-Anweisung, wo man sagt, ist der Ausdruck, der muss boolean sein, ist der true oder false und dann wird entweder das eine oder das andere gemacht. Relativ simpel. Ausdrücke. Die sind ein bisschen schwerer zu verstehen, weil Sie haben schon diese eine Tabelle gesehen. Ich habe hier nochmal die Syntax dazu, zu den Operatoren. Weil die Ausdrücke bestehen immer aus Operatoren und die Operatoren haben Operanden. Mit den Operatoren sind bestimmte Rangfolgen, Prioritäten verbunden. Mit einem Operator ist eine bestimmte Wertigkeit verbunden. Ist es ein unärer, ein binärer, ternärer? Oder ein Polyoperator, der also noch mehr Operanden erwartet, haben wir dann Links- oder Rechtsassoziativität. Das möchte ich heute mal mit Ihnen einüben, wie wir da vorgehen, wie das funktioniert und was wir für eine Darstellung da wählen, um uns das umzuwandeln. Der Text, den Sie gerade auf dem Bildschirm lesen können, der beschreibt Ihnen, das ist so ein Versuch von mir, Ihnen zu beschreiben, was Sie da so alles tun sollen. Es macht eigentlich fast mehr Sinn, dass Sie sich am Ende der Veranstaltung nochmal diesen Text anschauen, ob Sie das da korrekt wiedergegeben finden. Ich werde jetzt mal den Bildschirm wechseln und damit mein Tablet aktivieren. Dann sollte ich dann was zeichnen können. Einen Augenblick. Sie können im Hintergrund, was wunderbar wäre, Sie sollten jetzt einfach eine gelbe Fläche sehen. Sie können im Hintergrund einmal entweder dieses Java-Syntax-Dokument aufmachen oder Sie finden das auch in dem Foliensatz aus dem Vorlesungsteil oder Sie haben das Kofler-Buch auf der Seite 92, 93. Daneben liegen, das wird ein bisschen helfen. Vor allen Dingen können Sie mir dann ins Ohr flüstern, welche Priorität hier gerade eine Rolle spielt. Fangen wir mal an mit einem Ausdruck 7 plus 3. Sie können alles sehen. Schreiben Sie mir mal kurz in den Chat, ob Sie dieses 7 plus 3, Dankeschön, auf dem Bildschirm sehen. 7 plus 3, wir schreiben, alles, was wir jetzt analysieren, sind grundsätzlich nur Ausdrücke, also per Definition. Ich schreibe Ihnen nichts auf dem Bildschirm, was nicht ein Ausdruck ist. Es ist das Erste, dass wir die Tokens mal analysieren, was wir da haben. Damit wir das schön auseinandersortieren. Was ist das? Ich stelle ein paar rhetorische Fragen. Zum Teil können Sie die auch beantworten. Aber was ist das hier? Das ist ein Literal. Ne? Wenn ich das nochmal gerade mit Lit abkürze und das hier ebenso ein Literal. Und das hier ist ein Operator. Jetzt interessiert mich gerade, Literal, die kennen Sie. Sie wissen inzwischen, 7 und 3 sind zwei Literale für Ganzzahlen vom Typ int. Jetzt hätte ich gerne mal gewusst, der Operator, welche Priorität hat er? Die meisten Antworten im Chat sind 5. Ich glaube, das ist korrekt. Sie müssen aufpassen. Das ist noch so ein kleines Ding, wo Sie genau hinschauen müssen. Es gibt das Plus in Ihrer Tabelle zweimal.
Das eine ist es als unärer Operator, nämlich als Vorzeichenoperator. Und das andere als binär. Unär heißt einfach einwertig. Also das ist ein Operator, der hat nur ein Argument, einen Operanden. Wenn ich also -7 schreibe, dann ist das der unäre Operator minus, der aus dem Literal als Operand der 7 dann die -7 macht. Wenn wir das andere Plus haben, das ist dann der binäre, also der zweiwertige Operator, und der erwartet zwei Operanden. Darum binär zweiwertig. Diese Operanden müssen vom Typ Zahl sein. Das kann, das ist jetzt hier nicht weiter bestimmt, das können zwei Ganzzahlen sein, zwei Floats, zwei Doubles. Der Operator ist also angepasst auf diese verschiedenen Zahlentypen, die es gibt. Den Plusoperator, den gibt es sogar noch mit den Zeichenketten zur Konkatenation, zur Verbindung von Zeichenketten. Da hat er also auch nochmal einen Einsatzzweck. Hier sind wir also bei den Zahlen. So, und wie wir das Ganze jetzt als Ausdruck umschreiben wollen, also um uns jetzt zu erklären, was da passiert und damit wir auch andere, gleich kompliziertere Ausdrücke besser im Griff haben, machen wir jetzt Folgendes. Wir sagen, der Operator plus, den kringel ich hier mal so ein, der steht oben und der hat links die 7 stehen und rechts die 3. Das ist eine sogenannte Baumstarstellung, wo oben der Operator steht, hier von mir eingekringelt. Und wenn der zweiwertig ist, muss dieses Kringelchen zwei Beinchen haben, einmal nach links und einmal nach rechts. Wir könnten also auch hier noch ein 1 dran schreiben und 2, um klarzumachen, das ist der eine Operator, der erste Operand und der zweite Operand. Bei solchen ist man auch gerne, macht man sowas wie LHS für linke Seite, Left Hand Side, und RHS für die rechte Seite. Das ist dann relevant, wenn der Operator in Infix-Notation geschrieben wird, also zwischen die zwei Operanden, also zwischen die 7 und die 3 steht der Operator. Die Beinchen, auch wenn wir das später als Übung oder als Klausuraufgabe machen, die müssen wir nur beschriften, wenn das aus irgendeinem Grund notwendig ist. Wenn Sie zum Beispiel 7 und 3 versehentlich vertauscht hätten, dann müssten Sie entsprechend nummerieren, damit das eindeutig wird. Wenn wir nichts dran schreiben, ist das immer von links nach rechts zu lesen, also wie das in der Regel auch oben in dem Ausdruck drin steht. Wenn wir diese Notation gewählt haben und das Ganze jetzt berechnen wollen, was dann passiert, dann wird der Operator plus aufgerufen, der guckt jetzt auf seinem linken Beinchen, was der Wert ist, da ist der Zahlenwert 7, also da wird das Literal zu dem Zahlenwert 7 ausgewertet. Auf der rechten Seite schaut er nach, welcher Zahlenwert ist da, da wird der Literal zum Zahlenwert 3. Dann werden die genommen, dann macht der Computer irgendwas Magisches, ein Bitmuster, Verknüpfung, Verrechnung, die eben die Addition umsetzt, und dann kommen wir am Schluss natürlich die 10 raus. Wenn das Ergebnis da ist, dann heißt das, dass wir diesen Ausdruck ersetzen dürfen durch sein Ergebnis, durch die 10. Okay, das war erstmal relativ einfach, ein erster einfacher Einstieg darin. Wir nehmen einen neuen Ausdruck, und zwar 7 plus 3 plus 2. Wieder machen wir erstmal die Analyse. Nicht so ausführlich jetzt, 7, 3 und 2 sind alle drei Integer-Literale. Und wir haben jetzt Plus, was zweimal vorkommt, also haben wir zweimal den Operator Plus. Welche Priorität hat Plus? Na, Sie haben den, haben Sie eben mir schon zugeschrieben, genau, danke, die 5 und hier auch die 5. Wenn wir jetzt zwei Operatoren haben, die in Anführungszeichen nebeneinander stehen, also hier gleichwertig vorkommen in diesem Ausdruck, jetzt müssen wir wissen, die Assoziativität. Ist die Addition, also der Operator, wo das Plus vorkommt in der Tabelle, ist das links- oder rechts assoziativ? Links assoziativ hieße von links her erst kommt die Addition ausführen, rechts assoziativ hieße dann die rechte erst, also zuerst 3 plus 2. Was finden Sie raus? Links nach rechts, sehe ich durch den Chat laufen. Ja, super, vielen Dank. Es wäre also so, gedanklich fast so, als ob hier Klammern stehen würden. Darum muss das zuerst machen und danach wird erst die 2 addiert. Jetzt wollen wir das wieder umsetzen in ein Diagramm, in unser Bild.
Wir haben auf alle Fälle, dass wir das Plus haben, die 7 und die 3. Das haben wir schon von eben gehabt. Das muss bleiben. Das wird also zuerst berechnet und danach, das mag vielleicht im ersten Augenblick irritieren, kommt das hier. Dann wird die 2 berechnet. Das ist jetzt eine Baumdarstellung, die sich weiter verästelt. Sie sehen, ich habe die von unten nach oben her aufgebaut. Wieso ist das so? Stellen Sie sich vor, wir wollen jetzt diesen Ausdruck auswerten und fangen hier oben an. Ganz oben an der Wurzel. Die können wir die Addition gar nicht ausführen, weil die linke Seite noch gar nicht fertig berechnet ist. Da kennen wir den Zahlenwert noch gar nicht. Also, jetzt gedanklich, wandern wir hier runter zu dem Knoten. Da sagt es auch ein Plus. Der schaut jetzt nach, naja, ich kann ja auch noch nicht loslegen. Der schaut nach, aha, das ist ein Literal 7, das entspricht dem Zahlenwert 7. Gut. Dann schaut er auf dem rechten Beinchen nach, sagt, aha, du bist auch ein Literal, du bist der Zahlenwert 3, also haben wir 7, 3. Jetzt kann ich die Addition hier ausführen, haben wir die 10. Jetzt weiß dieser Knoten, gut, das linke Beinchen ist die 10. Das rechte Beinchen, Literal, ist eine 2. Und jetzt kommt 10 plus 2, sind wir also bei 12, ist das Gesamtergebnis. Sie können sich das auch ein bisschen anders veranschaulichen, dass Sie sagen, wenn Sie diese Linksassoziativität haben, das würden Sie ja genauso machen, das ist die 10. Und jetzt bleibt der Ausdruck 10 plus 2 übrig, das ist genau der hier, den wir hier stehen haben, ne? 10 plus 2. Und dann kommt selbstverständlich die 12 und dann können wir das Ganze durchstreichen und sagen, das Ganze entspricht der 12. Okay, ich sehe gerade so im Chat ein bisschen, richtig, die Assoziativität relevant für gleichwertige Operatoren, korrekt. Wir werden da auch noch an andere Stellen kommen. Ich mache jetzt ganz viele Beispiele durch, damit Sie reinfinden und das dann in Ruhe auch nochmal nachvollziehen können für Aufgaben, die wir dann noch machen werden. Im Augenblick für diese Übungsstunde machen wir nur arithmetische Ausdrücke, also das, was Sie aus der Schule kennen, Rechenausdrücke. Gegen Ende machen wir noch ein bisschen was Schwierigeres. Es gibt, wie Sie in der Tabelle sehen, ja noch Methodenaufrufe und ganz viel anderes oder den New-Operator, ganz viel anderes. Die haben wir ja eigentlich noch nicht gehabt, aber wir werden später sehen, die gliedern sich völlig normal in dieses Vorgehen ein, was wir jetzt hier gerade durchmachen. Nächstes Beispiel. Wir haben 7 plus 3 plus 2. Wie sieht es jetzt aus? Klammern, also was wir bisher haben, wieder die Token-Analyse, die 3 Literale, 2 Operatoren, alles klar. Was jetzt dazu kommt, sind die Klammern. Richtig, jetzt wird 3 plus 2 zuerst gemacht. Bitte aufpassen, diese Klammern haben nichts mit Methodenaufruf zu tun. Wenn Sie ganz oben in Ihre Tabelle schauen, dann sehen Sie, runde Klammern sind doch Methodenaufruf. Das ist nur eine absolut verkürzte Darstellung, wie dieser Operator eigentlich aussieht. Der Operator für Methodenaufrufe hat zum Beispiel links von der öffnen Klammer einen Methodennamen stehen und in der Klammern stehen in der Regel noch Argumente drin. Das ist hier gar nicht der Fall, darum kann Java auch sauber erkennen, das ist hier kein Methodenaufruf, sondern ist in einem Ausdruck nichts anderes als die Priorisierung durch die Klammern. Wir sind also jetzt gefordert, unbedingt zuerst 3 plus 2 zu machen, obwohl die Operatoren hier, der hatte die Priorität 5 und der auch. Die Klammern legen aber jetzt fest, dass wir erst den rechten Teil ausdrucken machen müssen. Wie sieht jetzt unser Bild dazu aus? Ist wieder interessant. Die rechte Seite, die können Sie alle mühelos hinschreiben. Die sieht selbstverständlich so aus. Aufpassen. Das sieht, der Rest sieht jetzt so aus. Nicht was, also ich schreibe mal gerade hier drüben was Falsches hin, also nicht sowas hier machen, 3, 2 und dann sagen Plus und dann mit der 7. Denken Sie daran, wenn Sie sich an das hier orientieren, links, der Plus-Operator hat wieder ein linkes Beinchen und ein rechtes Beinchen und links ist ganz eindeutig, ne, Left-Hand-Side, ist eindeutig die 7 und auf der rechten Seite ist dieser Ausdruck 3 plus 2, also Right-Hand-Side.
Das muss also auch hier sein, LHS und RHS. Das ist nur gegeben, wenn wir diesen Baum hier hingeschrieben haben. Wie würde die Auswertung funktionieren? Also die Berechnung eines Zahlenwertes. Wenn wir von oben herkommen, von der Wurzel, so kann man sich das vorstellen, kann das Plus erstmal die linke Seite abarbeiten, da kommt ein Zahlenwert zurück, die 7, dann die rechte Seite und so weiter. Wir haben das schon besprochen. Man kann das natürlich auch optimieren, dass man sagt, man rechnet von unten her den Baum auf, also dass man erst diese 3 plus 2 berechnet und dann wandert man hoch in den Baum. Das sind nur verschiedene Betrachtungsweisen, wie man den Rechenvorgang durchführt. Selbstverständlich führt das jedes Mal zu dem gleichen Ergebnis. Es gibt eine Frage, sehe ich gerade. Ich schaue mal wieder auf die Teilnehmer. Florian? Ja, ich hoffe, jetzt geht mein Mikrofon. Ja, jetzt kann ich es hören. Sehr gut. Genau, also wir haben ja, vorhin jetzt vielleicht ein bisschen besser gepasst, nochmal zu dem IEEE 754. Dort gibt es ja, der ganz linke Bit ist als in dem Wikipedia-Artikel als Vorzeichen angegeben. Jetzt haben Sie aber in der Vorlesung gesagt, dass es in Java ja so ist, dass dieser Unary Operator im Grunde das Vorzeichen angibt. Wie ist das jetzt bei diesen Flow-Zahlen? Aha, eine schöne Frage. Das ist wieder diese feine Unterscheidung zwischen, was sehe ich auf der Zeichenebene und was wird dann intern kodiert. Also wenn Sie, Java macht da tatsächlich zwei Schritte. Es hat erstmal die Vorzeichenlose, also das Literal, die sind alle vorzeichenlos. Und das Vorzeichen ist ein Operator. Natürlich ist Java clever und macht so viel wie möglich schon vor, dass auch die richtige Repräsentation genommen wird. Aber Sie können sich das, so ist Java gedanklich aufgebaut, so vorstellen, erst wird die Fließkommazahl ohne Vorzeichen genommen, dann kommt der Operator mit und dann haben Sie das Vorzeichen. Das heißt also, die Kodierung ist im ersten Schritt Vorzeichen positiv, im Sinne von Vorzeichen los. Und danach wird das korrekt berücksichtigt. Okay? Alles klar, vielen Dank. Gerne. So, dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Wir machen jetzt mal 7 plus 3 plus 2 plus 4. Sie können natürlich auch sich jetzt ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und schnell den Baum dazu zeichnen. Wir machen das natürlich zusammen. Wieder ganz klar ist, wir müssen erstmal den hier machen. Überall ist das Plus die gleiche Priorität, jedes Mal auf die 5. Hier haben wir also gar nichts, was uns irgendwie sonst schwer fallen würde. Das Einzige, was hier besonders ist, sind unsere Klammern. Ne? Hier und hier. Natürlich müssen Klammern immer sauber geschachtelt sein, sonst wäre es ein ungültiger Ausdruck. Und jetzt sehen Sie auch, eingeschachtelte Klammern haben eine höhere Priorität als die äußeren Klammern. Wir müssen also erst das Innere machen und dann dürfen wir uns nach außen vorarbeiten. Das sähe dann also so aus, unser Baum. Wir hätten hier 2, 4 und Plus mit den zwei Armen links und rechts dran. Dann haben wir das Plus, was auf der rechten Seite jenen Ausdruck hat, auf der linken die 3. Und dann haben wir darüber wieder ein Plus, was auf der rechten Seite die äußere Klammer hat und auf der linken Seite die 7. Okay. Nächstes Beispiel. Wir haben 7 plus 3 plus 2 plus 4. Wenn Sie ganz genau aufpassen, könnten Sie eigentlich diese Klammern hier auch weglassen. Die Addition ist ja links assoziativ, also müsste da drüben ja sowieso die Addition durchgeführt werden. Wenn das gleichwertig ist, also hätten wir die Klammer, diese linkes Klammerpaar, wäre das weg. Hätten wir da 2 plus stehen, dann würde sowieso die Linksassoziativität greifen. Das heißt, das würde also trotzdem so passieren. Also, wie sieht der Baum dazu aus? Wieder zeichnen. Wir haben auf der linken Seite ein Plus, 7 und 3. Auf der rechten Seite ein Plus für die 2 und die 4.
dann wird das Ganze wieder mit einem Plus verknüpft. Das wäre jetzt unsere Lösung zu diesem Ausdruck. So, ich glaube, jetzt sind Sie alle allmählich alle fit damit. Nächstes. Nächster Ausdruck ist 7 plus 2 mal 3. Jetzt besinnen wir uns wieder auf das Vorgehen, wie ich das beschrieben habe, wie das läuft, wie wir systematisch daran gehen. Erstmal analysieren, in Tokens zerlegen. Wieder haben wir die drei Literale und wir haben zwei Operatoren. Den hier und den hier. Jetzt brauche ich mal kurz Ihre Hilfe. Die 5 war die Priorität fürs Plus und das Mal hat welche? Es rauschen die Vieren rein, ja. Danke. Das heißt also jetzt, wir müssen den höherwertigen Operator zuerst abarbeiten. Und dann kommt der niederwertigere. Denken Sie daran, die Priorität 1 ist die höhere Priorität, als die 2 ist. Darum ist also 4 hier größer, wie im Sinne von Schulnoten. 4 ist also höher, besser als die 5. Also müssen wir zuerst 2, 3 mal machen mit den zwei Beinchen. Und dann kommt das Plus auf der rechten Seite, der Ausdruck, den wir eben hatten, und auf der linken, upsa, jetzt wollte ich gerade schon die 5 da hinschreiben und da eine 7. Soweit klar. Ne? Jetzt haben Sie zum ersten Mal das Beispiel gehabt, verschiedene Prioritäten, also den mit der höheren Priorität berücksichtigen, vorher berücksichtigen, spielt jetzt gar keine Rolle mit Assoziativität oder so. Das ist sofort geklärt, dadurch, dass verschiedene Prioritäten vorliegen. Nächstes Beispiel. 7 plus 2 mal 3. Wie sieht da der Baum zu aus? Jetzt, bevor Sie den Baum malen, klar, Sie kennen das alles von der Schule. Sie müssen nur jetzt überlegen, hier haben wir einen Formalismus, einen Rechenformalismus, also ein Computerprogramm, was der Compiler für Sie erledigt, der analysiert solche Ausdrücke und macht tatsächlich solche Bäume intern und auch die Darstellung, wie das dann rausgeschrieben wird als Bytecode für die Java Virtual Machine, bildet diese Baumstruktur tatsächlich sogar nach. Wir lernen später noch im Kurs eine Datenstruktur, mit der man so etwas machen kann. Also wenn Sie formal darüber nachdenken, Sie haben wieder die Operatoren mit hier der 4 und da ist die 5. Jetzt ist es aber wieder so, dass hier die Klammer, die können sich vorstellen, Klammern haben in der Tabelle, tauchen diese Art von Klammern ja gar nicht auf. Die können sich vorstellen, die sind dann die Priorität 0. Also die sind noch über dieser Priorität 1, die haben absoluten Vorrang. Die bestimmen immer das Geschehen, was da passieren soll. Wir müssen jetzt also, weil die Klammern da sind, der Addition, obwohl sie niederwertiger ist, den Vorrang geben. Das heißt, wir müssen erst plus 7 und 2 machen. Und dann kommt es mal mit der 3 noch dazu. Gut, jetzt sind Sie soweit fit. Nächster. Minus 3, minus, minus 4. Jetzt wird es langsam ein bisschen interessanter. Also das hier wieder, Literal, Literal. Das sind alles Operatoren. Und jetzt aufpassen, das knüpft an das an, was ich vorhin schon erzählt habe. Das sind jetzt verschiedene Operatoren. Das eine Minuszeichen ist der unäre Operator, weil er nämlich als Vorzeichen der Zahl gedacht ist. Und der andere ist der binäre, der zweiwertige Operator, der also die Subtraktion abbildet. Der Operator für das unäre Minus, Vorzeichenoperator, wenn man so möchte, hat welche Priorität? Okay, ich kriege es gerade zugeschrieben, also die 3. Der hat die Priorität 3 hier auch. Und unser Minus hatte welche Priorität?
Eine 5, Dankeschön. Wir haben jetzt bei dem unären Operator, nur um das nochmal zu erinnern, da haben wir den Operator vor dem Operanden, also vor der Zahl. Das heißt, das ist dann die Prefix-Notation. Der steht also vor dem Operanden. Wenn er dahinter stehen würde, wäre es die Postfix, also die nachgestellte Position. So, wie sieht das jetzt hier aus, wenn wir jetzt den Baum machen? Auf alle Fälle ist schon mal klar, wir müssen aufgrund der Prioritäten erst das hier machen und das hier. Und am Schluss kommt erst unser Minus, also was die Subtraktion umsetzt. Also irgendwo hier oben haben wir ein Minus. Das hat eine linke Seite und eine rechte Seite. Da kommt jetzt ein Minus zum Tragen auf der linken Seite, das nur ein Beinchen hat und die 3 bekommt. Auf der rechten Seite ist es auch ein Minus, was wieder nur ein Beinchen hat und die 4 bekommt. Klar? Daran können Sie ersehen in so einem Bild, ob der Knoten mit dem Minus drin die unäre oder binäre. Ne? Binäre war 2, das heißt, er hat ein 1 und eine 2, unär nur 1 und hier 1. Der kann kein zweites Beinchen haben. Daran können Sie die einfach anhand der Beine unterscheiden, was das ist. Wenn dieser Ausdruck berechnet werden würde, können Sie sich jetzt beide Schemata wieder vorstellen. Entweder von unten her einfach kommen und das Ganze aufrollen. Also aus der 3 wird eine minus 3, aus der 4 eine minus 4, sodass dann also minus 3 minus minus 4 gerechnet wird. Was ist das? Minus 3 plus 4, also kommt 1 raus. So, jetzt glaube ich, sind Sie ziemlich fit, was das hier angeht. Jetzt machen wir ein bisschen was Schwierigeres. Wir machen folgenden Vorspann dazu, zu unserem Ausdruck. Wir müssen, sonst wird das nicht funktionieren, sagen, dass es ein Integer i gleich 3 gibt. Also wir haben eine Variable deklariert vom Typ Integer, die i heißt und den Initialwert 3 zugewiesen bekommt. Der leitet sich ab durch einen Ausdruck, der nur aus einem Literal besteht, Ganzzahlliteral, also auch typgerecht ist und sofort in die Variable i abgelegt werden kann. Und der Ausdruck, den ich jetzt mit Ihnen bearbeiten möchte, ist i plus 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 i. Warum ich dieses Beispiel mache, weil wir jetzt zum ersten Mal was Spannendes haben mit einem Seiteneffekt. Okay, was macht eigentlich i plus plus? I plus plus, bevor wir uns der Aufgabe weiter widmen, wenn Sie i plus plus haben, das ist ein sogenannter Inkrement-Operator. Das heißt, der macht aus der Variable i um den 1 höheren Wert. I gleich i plus 1, wenn man so wollte. Aber da gibt es noch so eine kleine Geschichte dazu, da kommen wir dann gleich drauf. Da gibt es einen winzigen, schönen Unterschied noch. Also eigentlich steht da nur, dass wir i um 1 erhöhen und dann addieren wir das nochmal, das Ergebnis mit i. Wieder unsere übliche Analyse. Was ist das hier? Das ist ein Identifier, ne? Wenn wir von der Token-Analyse herkommen. Und das hier auch. Das ist ein Operator. Und das hier ist ein Operator. Die Funktion dieses Identifiers ist, der ein Variablenname zu sein. Der Operator plus plus, welche Priorität hat der? Hat er eine 2 oder hat er eine 3? Na, eben kamen lauter 2en. Jetzt muss ich mir gerade selber das Buch vom Kofler nebenher aufschlagen, um nochmal reinzugucken. So, Sie sehen, dass es gibt diesen Inkrement- und Dekrement-Operator, den gibt es zweimal in der Tabelle, dieses Plus, Plus und Minus, Minus. Minus ist das Dekrementieren, also um 1 reduzieren. Er taucht einmal mit der Priorität 2 und einmal mit der Priorität 3 auf.
dann heißt es, wenn er in Postfix-Notation steht, also nachgestellt ist dieser Operator, dann sind wir bei der Priorität 2. Ist er vorangestellt, also in Präfix-Notation, dann wäre es die Priorität 3 gewesen. Also hier wäre die Antwort 2. Wir haben also die Priorität 2 und der Operator plus, das war die 5, wenn ich das gerade richtig habe. Ne? Das war die 5. Das heißt also, jetzt haben Sie all die Informationen, die Sie brauchen, um den Baum zeichnen zu können. Das probieren wir mal. Schön, wenn Sie wieder nebenher mitmachten, das schon selber probierten. Wir haben also das Plus Plus und haben da unser I dran. Was jetzt noch wichtig wäre, weil wir das sonst nicht unterscheiden können, dass wir da ein Post dran machen. Das also in der nachgestellten Form das Plus Plus ist, also dieses Beinchen, wenn Sie so wollen. Der Inkrementierungs-Dekrementierungsoperator hat immer nur einen Operanden, darum haben wir sowieso nur ein Beinchen. Aber damit wir das unterscheiden können, ob es ein Prefix, also Präfix auf Deutsch, Prä oder nachgestellt ist, darum bitte Pre oder Post daran schreiben. Dann haben wir unser Plus. Und hier haben wir noch unser I. Gut. Jetzt wäre es mal nett, wenn jemand in der Konsole, in der J-Shell, mal kurz eingibt, also int I gleich 3 und dann I plus plus eingibt und mir sagt, oder reinschreibt kurz in den Chat. Bitte nicht das Endergebnis jetzt, sondern einfach nur, was kommt raus, wenn ich int i gleich 3, Semikolon, i plus plus eingebe, was sehe ich jetzt als Wert für i plus plus? Okay, da sagen einige, das heißt 3. Gut. Also, würden wir jetzt diesen Ausdruck berechnen wollen, unter der Maßgabe, dass da eine 3 ist, was passiert da also? Wir nehmen an, dass hier ist eine 3. Wenn wir den Plus-Plus-Operator anwenden, dann sagten Sie mir eben, dass da eine 3 rauskommt. Jetzt tippen Sie mal gerade den Wert für i ein, also einfach i, dann Return. Dann kommt aber eine 4 raus. Was hier passiert, ist ein Seiteneffekt. Wenn Sie dieses Inkrementieren haben, dann liefert Ihnen die Anwendung des Operators tatsächlich nur eine 3 zurück, hat aber den Seiteneffekt, dass das andere I, was gleich zum Tragen kommt, darum muss auch immer schön die linke Seite zuerst und dann die rechte eingehalten werden, das hat jetzt den Wert 4 bekommen. So dass in der Addition von den beiden Werten 3 plus 4 hier ein 7 rauskommt. Das ist etwas, was man verstehen muss bei diesem Inkrementoperator. Wenn der in dieser Postfix-Notation steht, also nachgestellt, dann ist der Ergebniswert noch immer der Wert von i, aber alle weiteren späteren Zugriffe auf i haben dann schon den um 1 erhöhten Wert. Wenn es in der Präfix-Notation ist, dann ist das genau umgekehrt, also da ist es nicht umgekehrt, sorry, sondern dann bekomme ich schon den um 1 erhöhten Wert zurück und eben nicht den in Anführungszeichen noch alten Wert. Jetzt haben Sie bei diesem Beispiel also schon gesehen, ein einwertiger Operator, der Inkrementierungsoperator, dann haben wir noch den Additionsoperator, wie die sich hier mal so schön mischen und wir haben sogar einen Seiteneffekt bei der Berechnung dieses Ausdrucks. Was übrigens ein bisschen, schreiben Sie bitte niemals im Leben so ein Programm. Das hätten Sie hinschreiben können, den Ausdruck so. I, dreimal ein Plus und I. Das ist etwas, was, da würden Sie ja auch anfangen zu überlegen, gehört das Plus Plus jetzt auf diese Seite oder gehört das Plus Plus auf diese Seite? Machen Sie sowas nicht. Dafür müssen Sie natürlich die Java-Regeln sauber kennen. Das lässt sich selbstverständlich schön entschlüsseln, aber Sie sollen immer Programme schreiben, die für einen Menschen absolut klar lesbar bleiben, damit man nicht rumrätseln muss, wo gehören die Operatoren hin. Wir machen ja keinen Rätselsport, sondern wir wollen Programme schreiben, die andere Entwicklerinnen und Entwickler sofort verstehen können und auffassen können. Das ist nämlich ein sehr wichtiges Mittel
Programme lesbar zu gestalten. So, mit diesem Wissen machen wir uns ans nächste dran. Was passiert jetzt hier? Int i ist gleich 3. Der Ausdruck ist minus i plus 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 i. Sie können solche Sachen natürlich immer schon in die Konsole eingeben. Das ist der einfache Teil der Übung. Hier geht es ja gerade darum, dass wir als Menschen lernen müssen, Ausdrücke richtig zu verstehen. Wieder geht unsere Analyse los. Wir verkürzen das gerade, dass das der Identifier ist, also eine Variable. Variablenname, der, wenn er evaluiert wird, den Zahlenwert, den darunter abgelegten, zurückgibt. Dann haben wir das hier, das ist ein Operator. Das hier ist ein Operator. Ups, na, komm her. Und das hier ist ein Operator. Gehen wir die nochmal alle systematisch durch. Der Operator mit dem nachgestellten Doppelplus, also das i mit dem nachgestellten Doppelplus, der hatte nochmal welche Priorität? Wenn ich das gerade richtig, 2, ne? Haben wir gesagt. Das Vorzeichen vor dem i hat welche Priorität? Sie schreiben mir gerade in den Chat zurück, das ist eine 3. Und der Operator, der die Addition umsetzt, der hat welche? Der hatte die 5, korrekt. So, und jetzt wissen Sie auch schon, wo Sie sich hier drüber hermachen müssen. Was kommt also zuallererst? Zuerst kommt der unäre Operator mit der höchsten Priorität, also der hier. Wenn wir unseren Baum jetzt zeichnen, dann müssen wir erst, haben wir das unten das i, wir haben unseren Inkrementierungsoperator, Beinchen und wieder Post dran schreiben, damit wir wissen, welche Art von Inkrementierungsoperator das ist. Dann kommt ein Minus mit dem einzigen Beinchen, was es hat. Damit wissen wir, dass es ein Vorzeichenoperator ist, das Minus macht. Und dann haben wir das Plus, das daraus resultiert, und das i. Soweit klar. Wenn wir jetzt wieder daran gehen und überlegen, was für den Wert 3 passieren wird. Also wir haben den Wert 3 für i. Wir würden, also nochmal, um das vielleicht von vorne, von oben her zu machen, wenn wir diesen Baum abarbeiten, plus, muss nachgucken, was auf der linken Seite kommt, auf den Operator. Das ist eben noch gar kein Zahlenwert. Müssen wir also weiter gucken. Wieder ein Operator, der guckt nach, ich habe eine Variable, welchen Wert hast du denn? 3. Liefert ihm die 3 zurück. Dann haben wir gesagt, das nachgestellte plus plus liefert für den Knoten auch ein 3, hat aber den Seiteneffekt hier drauf eine 4 zu sein. Also alle nachträglichen Zugriffe sind jetzt hier eine 4. So, dieses 3, der Operator, das Minus macht daraus ein minus 3. Und jetzt haben wir zu berechnen, minus 3 plus das i, jetzt gehen wir auf die rechte Seite, stellen fest, das i ist eine 4, das war der Seiteneffekt gerade, Entschuldigung, ist mir gerade hier verrutscht. Der Seiteneffekt war das und jetzt kommt dann das zurück und dann haben wir minus 3 plus 4, sollte also eine 1 rauskommen, wenn Sie das in der Konsole eingeben. Ist jeder happy? Gut, dann habe ich noch für heute das letzte Beispiel. Ich habe noch eine Frage zu dem Post- und Präfix. Ja, bitte. Inkrementoperator. Der Postfix-Operator, also so wie ihn wir jetzt haben, das i++, der hat ja eine höhere Priorität als das Inkrementoperator. Aber irgendwie von dem Baum her scheint es so, als wären die Prioritäten umgetauscht. Weil wenn man, ich habe in der Konsole, habe ich das mal ausprobiert, was passiert, wenn ich
minus plus plus i plus das i schreibe. Das machen wir jetzt. Ah, okay. Lassen Sie mich das gerade abarbeiten und wenn dann noch was unklar ist, melden Sie sich wieder, okay? Ja. Super, also die Frage kommt also völlig zu Pass. Machen wir das mal gerade. Also, das war wieder, wir haben unser int i. Passen Sie bitte auf der J-Shell, wenn Sie das eintippen, dass Sie entweder wieder i gleich 3 setzen. Sie müssen die Variable nicht unbedingt neu deklarieren. Es reicht auch dann i gleich 3 zu setzen. Oder Sie machen explizit einen Reset und fangen wieder von vorne an mit int i gleich 3. Sonst arbeiten Sie mit aktualisierten Werten im Hintergrund und Sie haben vergessen, dass die Ausgangszahl nicht mehr eine 3 ist. Also wenn wir jetzt minus plus plus i, ich schreibe das extra so ein bisschen auseinander, damit das lesbar bleibt. Aber Sie merken, jetzt wird schon merkwürdiger Code. Ist schon ungewöhnlich, wenn Sie so einen Code sehen, aber im Zweifel müssen Sie den auseinandernehmen können. Wieder unsere Ansätze. Wir wissen, hier sind unsere Variablen, also Identifier, die für Variablen stehen, unsere Operatoren. Das ist ein Operator und hier unser Vorzeichenoperator. Wie ist das jetzt? Das plus plus, wenn es vorangestellt ist, hat, glaube ich, die Priorität 3. Ist richtig, ne? Sieht so aus, wenn ich in den Chat gucke. Also ist 3. Der Operator, der für das Vorzeichen zuständig ist, hat auch die Priorität 3. Und unser Plus-Operator hat die 5. Jetzt haben wir da das Minus und das Plus-Plus. Und jetzt schauen Sie mal wieder in Ihre Tabelle. Ich mache das mal nebenher auch. Ich mache das gerade beim Kofler wieder. Da sehen Sie in dem Abschnitt, wo der Inkrement-Dekrement-Operator vorkommt, und zwar in Präfixstellung, da taucht auch der Vorzeichen auf und da greift diese beiden Operatoren, sind also auf der gleichen Prioritätsstufe. Und jetzt ist wichtig zu wissen, welche Assoziativität greift. Diese Operatoren stehen wieder in diesem Fall sogar bildlich nebeneinander. Also Assoziativgesetz muss greifen und das ist rechtsassoziativ. Wir müssen also von den beiden Operatoren, da sie gleichwertig sind in der Priorität, erst das hier machen. Die Inkrementierung wird also auf i und dann kommt erst das hier. Ne? Sie sehen auch, dass das fast auch so eine Baumschreibweise ist. Ne? Und danach kommt die Addition. Das sehe jetzt also wieder auch aus in unserer Baumschreibweise. Wir haben hier das Plus Plus mit dem i. Jetzt müssen wir da also entweder auf Englisch Prefix oder Prä hinschreiben. Dann haben wir da drüber die Negation, das Plus und das I. Gehen wir das mal durch, was da passiert. Wir haben jetzt I auf 3 gesetzt. Der Präfix in Präfixstellung bedeutet, dass wir auch den um 1 erhöhten Wert zurückkriegen hier an der Stelle. Also das Ganze wird dann ersetzt durch eine 4 und wir haben wieder den Seiteneffekt, dass hier dann auch eine 4 drin steht. Die 4 wird negiert, dann haben wir hier minus 4. Wenn wir dann zur Addition kommen, ist minus 4 plus 4 kommt aus dem Ganzen also eine 0 raus. Ich hoffe, Ihre Frage hat sich damit auch beantwortet. Haben Sie soweit noch irgendwelche Fragen? Nuno, Sie haben die Hand. Ja, ich musste kurz nachdenken. Ja. Ich verstehe aber nicht, warum, weil das hat jetzt eine niedrigere Priorität. Warum wurde bei dem mit der Priorität von 2, also der Postfix, warum wurde da nicht die 4, also auf der linken Seite, weiterhin übertragen? Warum ist es nur beim... Ich gucke, also Sie sehen jetzt wieder mein Bild von eben, ne? Genau, da wo die 3 ist, da wird die 3, die wird nicht in eine 4 umgewandelt, sondern die wird nur nach rechts übertragen, aber die auf der linken Seite bleibt es weiterhin eine 3. Das verstehe ich nicht. Ja, Sie meinen hier die Stelle, ne?
Sie wundern sich hier über diesen Weg, warum da eine 3 rauskommt und genau, hier eine 4 steht. Und auf der rechten Seite kommt, wird aus einer 3, wird eine 4. Ja. Das müssen Sie einfach so fressen, dass es so ist. Okay. Es ist tatsächlich so. Wenn Sie dieses, darum gibt es die auch in diesen zwei Stellungen, in diesen zwei Positionen, Präfix und Postfix. Und dieses Präfix soll Sie daran erinnern, ich werde sofort erhöht, also mein Wert wird erhöht und ich gebe auch als Ergebnis dieser Operation den erhöhten Wert zurück. Und wenn Sie das in der Postnotation haben, dann wird er nachträglich gedanklich erhöht. Also ich gebe meinen ursprünglichen Wert zurück und die Variable wird dann um 1 erhöht und das ist dann dieser Seiteneffekt, dass wenn ich dann später darauf zurückgreife, habe ich schon die, also habe ich dann die 4. In dem anderen Fall, den wir jetzt gerade besprochen hatten, da haben wir hier die 3, dann kommt sofort hier die 4 raus und der ist dann selbstverständlich identisch dann mit dem i. Da wird also die Variable geändert und dann dieser geänderte Wert bei dem Plus-Plus im Präfix-Position zurückgegeben. Dann ist das i an jeder anderen Stelle natürlich auch schon auf diesen Wert. Auf dem Beispiel davor wird i, wenn Sie so wollen, nachträglich, nachdem die 3 zurückgegeben worden ist, also der ursprüngliche Wert von i, danach wird dann erst i aktualisiert und damit für jeden späteren Zugriff auf die 4 gesetzt. Das ist einfach so. Es gibt kein, es gibt ganz viele Programme, also aus C kommt das, aus der Programmiersprache C, da ist das auch schon so drin eingebaut. Ganz viele Programmierer sind daran gewöhnt, aber es ist ein weniger erfahrener Programmierer und das passiert auch manchmal den Erfahrerinnen. Tatsächlich ein Problem, das immer im Blick zu haben, kommt da jetzt der alte Wert erstmal an dieser Stelle zum Tragen oder der schon aktualisierte Wert. Und das ist immer wieder eine Quelle von Programmierfehlern. Also Sie müssen da schon aufpassen, aber das sind die zwei verschiedenen Verhaltensweisen, per Definition einfach. Okay, und wenn man bei einer Vorschleife, dann ist es aber egal, ob man einen Prä- oder Postfix benutzt, oder? Richtig, in diesem Update-Teil oben in der Vorschleife, wenn das nur dieses übliche i++ ist, da ist das im Grunde egal, ob Sie es davor oder danach setzen. Okay, gut, danke. Bitte, bitte. Also dieses Plus-Plus, diese verschiedenen Arten, ob ich es davor oder danach habe, hat nur dann eine ernsthafte Bedeutung, wenn Sie einen Ausdruck haben, wo dieser Inkrementierungs-Dekrementierungsoperator eingebettet ist, also ein Teil von ist. Ansonsten spielt das keine wirkliche Rolle, wenn der allein für sich steht. Das merkt übrigens auch der Compiler und passt dann alles selber an.